So, und herzlich willkommen zurück zum weiteren Part von Let's Play Update Wahnsinn bzw. Clash of Clans, den neuen Update-Dorf. Im Hintergrund habe ich jetzt endlich mal Musik anlaufen, weil mir aufgefallen ist, dass die Musik halt in den Videos fehlt. Jetzt ist sie da, jetzt ist sie für euch da. So, ich habe, wie ihr seht, ein bisschen offscreen ge... Einen Moment. Ich habe ein klein wenig offscreen halt ein bisschen gefarmt. Und man sieht, ich habe 3 Accounts auf über 1600 Pokalen. Das ist schon heftig. Einer sogar auf 1918. Dafür suche ich jetzt anzusetzen mit dem zweiten Account. Und wir sind wieder in Top 200 Deutschlands. Und zwar sind... Na gut, wir sind natürlich ganz weit unten. Wo ich letztes Mal reingeguckt habe, waren wir Platz 190. 187 sind wir jetzt. Der Clan ist sehr aktiv, wirklich. Ja, ihr dürft gerne dabei treten, wenn Platz ist. Hier ist nochmal der Kürzel. Ansonsten kommt ihr einfach zum zweiten Clan, und zwar den Speed Warriors. Sind zwar nicht so viele Leute drin, aber wenn ihr einsteigt, dann werden dort immer mehr Leute drin. Skihaveri bin ich und Mifunity bin ich auch. Da werde ich ein bisschen aktiver agieren und natürlich dort den zweiten aufbauen. Wenn ihr dort gut genug seid in der Bauarbeiterbasis, dürft ihr dann zum Hauptclan wechseln, wenn ich dort einkicke. Weil ich mache es so, jeden Tag um zwischen 20 und 22 Uhr, je nachdem, je nach Lust und Laune, werde ich den 50. Platz aus dem Clan kicken. Aktuell will es Ultimate Kenny. Vielleicht ist er jetzt, wo ich das hochgeladen habe, nicht mehr da. So, ich nehme nämlich am Freitag auf. So, wir versuchen anzusetzen auf 1800 Pokale in diesem Part erstmal. Ob uns das gelingt, ist eine andere Frage. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich hier vorgehe. Ach ja, was ich euch zeigen wollte ist... Ich wollte euch was zeigen. Warum mache ich das nicht? Na gut, nach dem Angriff hier. Ich muss überlegen, wie ich hier angreife. Ich habe schon einen Plan, aber ich weiß nicht, ob der wirklich gelingen wird. Erstmal hier die Außengebäude ein bisschen sauber machen. Dann Profis so Fallen aktivieren. Oh, sind doch keine Fallen da. In Hoffnung, es wird was. Ah, sieht eng aus, sieht eng aus. Oh oh. Wird das was, wird das was? Nee, wird nichts, es wird nichts. 42%, das ist gar nichts. Komm, Bogi, mach doch kaputt. 48. Nein, 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 nein. Yes! Gerade noch einen Stern. Einen Stern haben wir noch bekommen. Puh, Glück gehabt. 53%, einen Stern. Ich weiß nicht, ob es wirklich ausreicht. Ich denke mal, nein. Der hat schon 50%. Der Gegner hat schon 50%. Das heißt, wir haben jetzt schon verkackt. Ups, wollte ich nicht. Ach ja, wir haben einen neuen Erfolg freigeschaltet. Hier eine die Juwelenmine zu reparieren. So. Ja, wir müssen nur kurz warten, bis der Gegner angreift. Schade, dass man ihn nicht live sehen kann. Das. Ja, ganz knapp. Ganz knappe Sache. Ich wollte auf 3 Sterne gehen. Ist nicht ganz so gelungen, wie ich es wollte. Ja, komm, 5 Juwelen. Setz dich mal ein. So, das ist der nächste Gegner. Ich habe wieder vergessen, das euch zu zeigen. Mann, ich bin so doof. Ach egal, jetzt geht es erstmal hier drum. Hier ein bisschen aufzuräumen. Das kriegen wir auch easy kaputt. So, einen Moment warten, bis die Lager kaputt sind. Sonst wird das nichts. Ja, ein Lager kaputt. Und da kommen die Bogis. Gott, die. Da hätte ich ja mit Riesen angreifen können, ne? Alter, warum sind die Sprungfallen denn dort? Alter! Also hätte ich das vorher gewusst, Leute, ne? Dass da außen die Sprungfallen sind, hätte ich die gleich angegriffen. Okay, naja, der Zerstampf ist auch. Ja. Der Zerstampf ist noch da. Okay, ein Stern, 59% ist auch nicht so schlecht. Wir müssen wieder auf den Gegner warten. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe gerade kurz Pause gemacht. Es gab kurz ein Deck. Mir ist aufgefallen, dass ich deine Musik stoppen müsste. Jedes Mal. Das ist ein bisschen doof jetzt. Ich sollte mir ein bisschen mehr Zeit lassen beim Taktieren. Weil wir echt lange. Na, jetzt steigen wir ab ein bisschen, ne? Echt lange. Was lange? Ich wollte irgendwas sagen mit echt lange. Ach, wir haben die Juwelenmine dort. Die kann ich ja weiter in die Mitte platzieren irgendwo. Aber ich weiß nicht wo. Ich würde vorschlagen hier. Ob das was bringt, ist eine andere Frage. So ein bisschen sammeln. Ach ja, was ich zeigen wollte ist. Und zwar haben wir die Kanone noch nicht gebaut. Doch.
Es gab heute ein Update, da ist die zweite Kanone dazu gekommen. What the fuck, wir haben gewonnen? Okay. Und zwar ist eine zweite Kanone mit dazu gekommen. Hier seht ihr sie. Die zweite Kanone. Ich guck kurz, was im Loot-Bonus wir bekommen würden. 250.000. Ups. Wir können gerade mal so viel lagern. Gut, dann räumen wir ein bisschen auf hier. Dann räumen wir hier ein bisschen auf. Was können wir denn forschen? Wir können nur noch Barbaren auf Level 5 forschen. So. Zack. Oh, müssen wir warten. Für 30 Sekunden müssen wir warten. Die Zeit haben wir. Die Zeit haben wir, ne? Hoffen wir doch mal. Und was mir aufgefallen ist, dieses alte Barbarenstatue, ne? Um diesen hier wächst ständig Gras neu. Das heißt, wenn wir jetzt hier ganzes Gras entfernen, das machen wir jetzt einfach mal. Und dann sehen wir im nächsten Part vielleicht die nächste. Das nächste hohe Gras dort, weil einfach das hohe Gras vor dieser alte Barbarenstatue, die 200.000 kostet abzubauen, wenn ist klar, dass es dann verschwindet. Also, dass es immer nicht verschwindet, sondern dass der hohe Gras einfach wieder auftaucht. So, ich würde sagen, wir aktivieren mal den Loot. Wir brauchen ein bisschen Loot. So. Ja, das ist schon ein bisschen schwieriger jetzt. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Ich würde sagen, wir schaffen nicht mehr als 50%. Mehr als 50% wird es eh nicht. So. Also, ich hoffe, ich schaffe 50%. Wenn nicht, dann ist es ein bisschen doof jetzt. 28, 34, sieht scheiße aus. Ja, ist der Stampfer macht Boom. 39, nein, sieht scheiße aus. 45. 45%, nein, ich habe ein bisschen mehr gehofft. Da habe ich ein bisschen mehr gehofft, Leute. Außengebäude hat er nicht gehabt. Nee. Was macht der Gegner? Oh, müssen wir wieder warten, dein Ernst? 25% zerstört. 25% leider zerstört. Wo sind wir jetzt eigentlich? Wir haben ja ein paar Mal verloren, ein paar Mal gewonnen. Ach! Extreme Hearts wurde überholt. Lol, hab ich gar nicht gesehen. Oder gar nicht bemerkt. So, wir gucken hier runter. 180. Wow! Wir waren doch gerade am Anfang des Parts weiter unten, oder nicht? Waren wir anfangs Parts weiter unten? Der Gegner immer noch im Angriff. Hier sieht ihr meine letzten Angriffe. Ich gehe mal von unten an. Hier 100% Sieg, 50% verloren, 89% Sieg, 58% verloren. Ja, ihr seht, meistens nutze ich zweimal Bogusen, einmal Lakai, ne? Ja, meistens sogar. Ziemlich oft sogar. Jetzt gerade nicht. Ist meine Lieblingstaktik, ist aber auch sehr gut. Und jemand meinte vorhin, dass ich hier die Lakaien forschen soll. Ich habe die jetzt auf Maximum. Ah, kann ich gerade nicht. Aber das ist jetzt. Der kämpft immer noch! Du willst mich verarschen, dass der jetzt immer noch kämpft? Hallo? Ich will auch mit drankommen. Ja! Verloren, kacke. Wir müssen sowieso mal warten. Oh Mann. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie ich hier vorgehen soll. Hätte sonst eine Idee, aber es ist noch riskant. Ich versuch's einfach mal. Ich will auf 3 Sterne gehen. Oder 2 Sterne gehen. 3 ist, könnte auch klappen. Dafür muss die Kracher weg. Die Kracher müssen weg. Tesla, wenn die da auftaucht. Okay, Tesla ist sowieso weit weg. Ja, was? Wieso macht die Zerstampfer kaputt? Kracher müssen weg. Zum Glück hat die eine hohe Reichweite, aber trotzdem erwischt die uns. Gut, kaputt. Das heißt, 2 Sterne haben wir, die dritte kriegen wir nicht mehr. Wir gucken einmal hier zu. Zum nächsten Part probiere ich mal was, dass ich dann wieder pausieren kann. Aber dann könnte die Auto scheiße werden, ne? Weiß nicht. Weiß ich nicht, Leute. So, jetzt macht die Kanone hier kaputt. Zack. Wo ist eine zweite Kanone? Da unten. Gut, die beiden Lakaien gehen drauf. Die Tesla brutzelt die einfach weg. Ja, und das Sternlabor. Wir warten einen Moment, bis wir hier mehr Prozente holen. Wäre doof, wenn wir jetzt natürlich weiter angreifen, ne? Also, einen Moment warten. Zack, zack. Mach schneller kaputt. Mach schneller kaputt.
Mach schneller kaputt. Jetzt bist du kaputt. 71% Armeelager. Armeelager 2, 3, ich zähl mal, wie viele Hits du brauchst. 5, 6, 7, 8, 9 Hits. Jetzt wird er weggebrutzelt. Yep. Wir warten kurz einen Moment. Zack, ist er weg. 77%, 2 Sterne. Das ist doch sehr gut. Sollte für den Sieg reichen. Yes. Der hat noch nicht mal einen Stern geholt. Ist doch mal nice. So, einen Angriff schaffen wir noch, Leute. Dann haben wir 1700 Pokale erreicht. Juhu. Oh. Ja, das war's mit Juhu. Der ist hart. Der sieht echt hart aus. Am Plan hätte ich zwar, aber ich weiß nicht, ob das wirklich gelingen soll. Von der ist der Meisterhütte 4. Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bleibe bei dieser Taktik. Hier Außengebäude hat er nicht, so wie ich sehe. Ja, hat er nicht. Hat er nicht, Idiot. Dann greifen wir mit dieser Taktik mal an. Mal gucken, ob es kein Fehler war. So, Tesla ist kaputt. Das ist gut sogar, dass die Tesla dort ist. So. Krache geht auch kaputt. Ich hoffe, die Kanone geht auch noch kaputt von den Bogis. Dass wir da auf die... Nein! Deine, der Kai, so doof. Was? Du willst mich doch verarschen hier. Drei Lakaien gehen ins aufs Armeelager. Ich habe gehofft, dass wir das noch kriegen würden. Kriegen wir doch nicht. Aber wir kriegen 50%. Das ist schon mal gut. Aber ich glaube nicht, dass es was bringt. Also, dass es wirklich was bringt. Ja, jetzt sowieso nicht. 53% haben wir. Ein Stern. Verloren haben wir. Okay, wir gucken einmal. Ich verliere nur noch. Ja, ich verliere auch gerade. Wo bist denn du, Till? 1400, du warst schon mal weiter oben. So, ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zusehen. Für den nächsten Part probiere ich mal was aus. Ich weiß nicht, ob es klappt. Dann wird es ein bisschen schneller hier laufen mit dem Pokalfahren für euch. Wir sind Rang 187, das heißt, wir sind 7 Plätze zurückgefallen. Na, passiert. Passiert. Also, dann bis zum nächsten Part. Euer MiffLP, wenn es darum geht, 1700 Pokale zu knacken und vielleicht noch meinen Hauptaccount zu überholen. Was wir, glaube ich, nicht schaffen werden. Ciao, euer MiffLP.